Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Horses Video. Wir sind wieder bei unserem kleinen Orakel, also Ashbel, und wir kümmern uns heute um ihn und mal gucken, was wir heute so machen. Und ich muss zugeben, ich bin etwas zurückgeblieben, denn viele andere haben dieses Pferd schon und ich bin einfach so weit hinten. Also ich habe noch kaum Zeit für mich im Moment. Ich werde sehr wahrscheinlich bald wieder ein bisschen mehr hochladen können, aber gerade jetzt im Moment, es geht einfach so viel, so schnell und ich versuche einfach hinter allem herzukommen, aber es ist ein bisschen schwer und der Tag hat halt nur 24 Stunden und 8 davon bin ich halt in der Schule und dann gibt es auch noch das Pferd, also eigenes Pferd und so, und das macht auch seine Arbeit, also habt einfach ein bisschen Geduld, ich werde das auch irgendwann schaffen. Und ja, heute haben wir, glaube ich, nur eine Sache, was neu ist. Das Steigen, also die Tricks. Mal gucken. Verbeugen. Oh, das kann er doch gut. Mit dem Kopf schütteln, also Nein sagen. Mit den Hufscharen, also das tut Amira mega oft. Steigen. Und keine Ahnung, was das ist. Also. Supi! Neue Quest. Wir haben das hier. Das machen wir auch sofort. Mal gucken. Oh, ich liebe diese Farbe. Gestern kam auch die erste Folge. Nee, nicht gestern. Oder kommt sie morgen? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist wieder eine neue Quest. Also Story Quest. Also Story Video von Star Stable, wo ich halt die Story von Star Stable mit euch durchspiele. Entweder es wird kommen oder es ist schon hochgeladen worden. Ich weiß es gerade nicht. Also, ja. Ich bin einfach so durch den Wind. Also, ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen, dass ich halt jetzt ein eigenes Pferd habe, wo ich halt meine Zeit hinstecken muss. Und will, weil ich mache das sehr, sehr gerne. Also sonst hätte ich mir kein eigenes Pferd gekauft. Und dann muss ich auch denken, dass ich ein Privatleben habe und ich auch noch eine Ausbildung habe. Also das ist gar nicht so leicht. Und ja, ich muss mich noch so vieles gewöhnen. Also wir hatten heute auch schon unser erstes Training. Also wir haben Bodenarbeit gemacht mit unserer Trainerin und es war eigentlich extrem gut, muss ich zugeben. Und ja, da müssen wir halt mega viel üben, denn Amira ist sehr dominant und ich muss einfach dominanter sein als sie, sagen wir mal so. Und versuchen, dass wir uns gut verstehen. Das muss auch gut klappen. Und das hat ja super gemacht. Feiner Bubi. Und ja, aber das kommt alles mit der Zeit. Ich werde das auch schaffen irgendwann irgendwie. Aber ja, ich werde euch auch bald mitnehmen. Und sobald ich ein bisschen Zeit habe. Und da die Tage immer etwas länger werden im Moment und länger die Sonne scheint, ist es auch ein bisschen leichter für mich, Videos vom Stall zu machen.
Oh nee, ich wollte das nicht. Nein, komm schon. Oh, süß. Aber das war jetzt ein bisschen die zweite Folge von unserer kleinen Ashbel, also unserem kleinen Orakel. Und wie ihr seht, habe ich eine Menge Pferde, die ich hier habe. Also ich hatte zwei weitere, aber die habe ich einfach weggemacht, denn ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich die wirklich will. Und ich brauchte eine leere Box für meinen kleinen Orakel. Aber ja, das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich sehr, sehr freuen. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut. Bye, bye.